sind sie? Lasst den Herrn des Schwarzen Landes herauskommen! Er soll seine gerechte Strafe erhalten! Sauron der Große wünscht euch willkommen. Ist hier einer in diesem Haufen, der ermächtigt ist, mit mir zu verhandeln? Wir sind nicht gekommen, um mit Sauron zu verhandeln, dem Treulosen und Verfluchten. Bestelle deinem Herrn dies. Die Streitmächte Mordors müssen sich auflösen. Er hat dieses Land zu verlassen, um nie zurückzukehren. Oh, der alte Graubart. Ich habe den Gegenstand, den dir zu zeigen, mir befohlen wurde. Frodo. Frodo! Ruhe. Nein! Ruhe! Der Halbling war euch teuer, wie ich sehe. Wisst, dass er durch die Hand seines Gastgebers sehr gelitten hat. Wer hätte gedacht, dass jemand, der so klein ist, so große Schmerzen erträgt? Und das hat er, Gandalf. Das hat er. Oh. Und wer ist das? Isildurs Erbe. Es braucht mehr für einen König als eine geborstene Elbenklinge. Damit werden die Verhandlungen wohl abgeschlossen. Ich glaube es nicht. Ich will es nicht glauben. Zieht euch zurück! Zieht euch zurück! In euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Die Stunde der Wölfe und zerschmetterter Schilde, da das Zeitalter der Menschen tosend untergeht. Doch dieser Tag ist noch fern, denn heute kämpfen wir. Bei allem, was euch teuer ist, auf dieser Erde, sage ich, haltet stand! Menschen des Westens!